Wenn Rettungskräfte alarmiert werden, geht es oft um wenige Minuten, schnellstmöglich am Einsatzort zu sein. In Grimmitschau wurde das einem Einsatzfahrzeug zum Verhängnis, denn plötzlich benötigten sie selbst Hilfe. Am späten Montagabend ereignete sich in Grimmitschau ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW-Transporters beabsichtigte, auf Höhe Tugendpfad die Salzer Straße zu überqueren. Er ließ zunächst zwei Feuerwehrfahrzeuge passieren, die auf dem Weg zu einem Feldbrand im Kühgrund waren. Dann befuhr er die Zeitzer Straße, übersah jedoch ein weiteres Einsatzfahrzeug und stieß mit diesem zusammen. Fünf beteiligte Personen, davon zwei Feuerwehrleute, drei Personen in dem anderen Fahrzeug, wobei eine Person eingeklemmt worden ist und von uns mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden musste, die dann im späteren Verlauf durch den Rettungsdienst alle fünf betreut werden mussten und auch ins Krankenhaus verbracht worden sind. Unsere drei Einsatzfahrzeuge, die ja auf dem Weg zum Einsatz zu dem Brand waren, haben sofortig bei dem Unfall erstmal die Einsatzfahrt abgebrochen und sind dort zur Personenbetreuung übergegangen. Wir haben augenblicklich auch weitere Kräfte angefordert von einer weiteren Ortsfeuerwehr der Stadt Grimmitschau sowie nachrückende Kräfte aus der Feuerwehr Grimmitschau, die dann den Einsatz übernommen haben. Und die auf Anfahrt befindlichen Kräfte, die zu dem Feldbrand unterwegs waren, konnten dann ihren Einsatzauftrag fortführen und zu dem Feldbrand fahren. Natürlich ging der Einsatz nicht spurlos an allen vorbei, wenn die eigenen Kameraden betroffen sind. Am Anfang reagiert man da gar nicht anders. Man macht genau dasselbe, was man gelernt hat, für was man ausgebildet worden ist. Hilft allen Menschen. Und ja, wie gesagt, die Gedanken an die Kameraden, an die Verletzten, die kommen dann erst meistens im Nachgang, wo man dann, wie gesagt, nochmal nachfragt, ob es denen denn gut geht und ja, sich dann nochmal Gedanken bzw. eine Auswertung des Einsatzes mit den Kameraden gemeinsam macht.